Im heutigen Teil zur Homatic IP Wired Serie schauen wir uns mal den Schaltaktor an. Und zwar ist es halt genau dieser hier. Und zwar ist es der 8-fach Schaltaktor von Homatic IP. 8-fach Schaltaktor ist ganz einfach, weil du 8 verschiedene Geräte damit halt ansteuern kannst. Das heißt 8 verschiedene Lampen oder halt irgendwas anderes, Steckdosen, was auch immer. Und ich würde sagen, wir starten auch hier mit einem klassischen Unboxing einmal und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Wir starten also wieder ganz klassisch mit dem Unboxing. Ich habe ja auch schon einen entsprechenden Schaltaktor, das heißt hier den 8-fach Schaltaktor von Homatic IP. Aber, ja, weil es irgendwie ja langweilig ist, nur mit dem 8-fach zu starten, habe ich hier ganz zufällig auch nochmal den 4-fach Schaltaktor für Homatic IP Wired. Das heißt, wir gucken uns mal kurz beide Geräte ein bisschen genauer an. Wir starten ja, wie gesagt, erstmal mit dem Unboxing. Das heißt, wir gucken einfach mal kurz hier auf den Karton. Und zwar der Unterschied, nämlich zwischen den beiden Geräten, ist der folgende. Hier ist eine Schaltleistung von 2x16 Ampere bzw. 6x8 Ampere oder 8x10 Ampere. Das ist hier bei diesem Gerät der Fall. Und wenn wir uns das andere nochmal kurz anschauen, da haben wir eine Schaltleistung von 4x16 Ampere. Und das ist nämlich auch der Unterschied zwischen diesen beiden Geräten. Natürlich auch noch der Unterschied, ja, den wollen wir natürlich nicht verheimlichen, dass hier man 8 Geräte anschließen kann und hier kann man 4 Geräte anschließen, die man halt schalten kann über Homatic IP Wired. Aber das ist halt nochmal ein Hauptkriterium von diesen Unterschieden bzw. von diesen beiden Geräten. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Wem noch weitere technischen Details interessieren, der hat natürlich jetzt nochmal kurz die Chance, einfach Pause zu drücken. Auch hier blende ich natürlich das andere Gerät nochmal ganz kurz ein. So, dann starten wir mal kurz mit dem Unboxing. Ich mache auch erstmal nur das eine hier. So, was haben wir hier drin? Erstmal natürlich wieder die Anleitung inklusive dem Sticker. Der darf natürlich nicht fehlen, um halt das Gerät auch vernünftig anlernen zu können. Das kennt ihr ja bereits. Dann mit im Karton ist dann der Aktor selber. Und unten haben wir noch, drin den Blindstopfen und natürlich das Verbindungskabel. Auch das andere Gerät packen wir jetzt nochmal schnell hier aus. Na komm. So, auch hier wieder die Anleitung mit dabei, muss ich glaube ich nicht erwähnen, und das Gerät selber, denn das möchte ich nochmal ganz kurz genauer mit euch betrachten. So, wenn wir uns jetzt die beiden Geräte hier einfach mal kurz anschauen, dann sehen wir eigentlich ja keinen großen Unterschied jetzt optisch, aber der Unterschied ist natürlich, dass wir halt verschiedene Eingänge hier haben. Hier auf diesem Gerät hier haben wir dann halt 4, 6 Ein- und Ausgänge, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann hier natürlich 7 und 8. Und um das Ganze hier beschalten zu können, also es ist ein einfaches Relais, das heißt man hat hier einen Eingang und wiederum einen Ausgang. Die Frage kam jetzt schon öfter, ob man damit auch andere Sachen schalten kann. Müsste eigentlich so ohne Probleme funktionieren, denn man hat hier halt einen normalen Eingang und einen normalen Ausgang. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch 24 Volt damit schalten, wenn du das möchtest. Und es ist halt einfach nur, wie gesagt, ein Relais, das halt diese beiden Kanäle miteinander verbindet. Und das haben wir halt immer einzeln. Ja, du kannst auch zum Beispiel hier 24 Volt drauf geben, hier 230 Volt. Kein Problem, funktioniert ebenfalls. Bei diesem Gerät hier ist ja nochmal die Besonderheit, dass dieser 4 verschiedene Eingänge bzw. Ausgänge hat. Also 4 verschiedene Schaltungen kannst du hier anschließen. Hier 2 und auf dieser Seite ebenfalls 2 und natürlich wie bei dem anderen Gerät auch hier Bus Ein- und Ausgang, um das Ganze halt miteinander verkabeln zu können. Auch hier wollen wir uns natürlich den Anlernprozess nochmal anschauen, wie das Ganze ausschaut. Ich verbinde ganz kurz den DRAP und das Netzteil mit der Stromversorgung. So, und der DRAP ist schon mit Strom versorgt und jetzt kommen auch die anderen Geräte mit hinzu. Das heißt, hier steht die Firmware-Version, die konnte man gerade eben ganz kurz sehen, dass die hier eingeblendet wird. Hier habe ich zusätzlich auch nochmal das 32-fach Eingangsmodul. Hier halt das 4-fach Modul und dann an der Stelle nochmal das 8-fach Modul. Jetzt starten wir nochmal ganz kurz mit der Anmeldung. Das heißt, wir gehen hier in der Oberfläche auf Geräte anlernen und können dann hier das Homatic IP Gerät anlernen. Müsst ihr eigentlich auch sehr schnell finden, denn über Homatic Wired klappt das eigentlich sehr schnell und sehr einfach.
Und da sieht man es auch schon automatisch. Hier ist ein Gerät auch schon im Posteingang. Und das nächste müsste dann eigentlich auch gleich soweit mit reinspringen. Einfach mal warten an der Stelle. Und da ist auch schon das zweite. Das heißt, wir können in den Posteingang springen und sehen dann erstmal hier den Vierfachschaltaktor und den Achtfachschaltaktor. Klicken wir mal auf Fertig hier und dann haben wir die Geräte auch schon angelernt hier in der CCU. Zunächst einmal starten wir damit und erstellen eine Direktverknüpfung. Diese möchte ich erstellen zwischen dem DAI 32 und dem DAS 8. Das heißt, hier habe ich ja mein 32-fach Eingangsmodul und hier mein 8-fach Ausgangsmodul und dazwischen möchte ich jetzt eine Direktverknüpfung erstellen und zwar vom ersten Kanal. Um das zu machen, geht es weiter auf der CCU und hier springe ich einfach in Programme und Verknüpfung, Direktverknüpfung und klicke jetzt unten auf Neue Verknüpfung. Wähle dann an dieser Stelle mein 32-fach Eingangsmodul aus. Ich schätze, das ist weiter unten. Da haben wir auch schon den DAI 32 und hier den Kanal 1. Den hätte ich jetzt gerne, wähle mir den hier aus an der Stelle. Und für den Ausgang nehme ich ja meinen Schaltaktor, dann haben wir hier den DAS 4 und ebenfalls auch den DAS 8 und dann haben wir den Schaltaktor. Hier ist allerdings jetzt Kanal 14, wir nehmen aber den ersten, den wir finden können. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, denn das ist hier Kanal Nummer 2. Aber Kanal 2 ist halt der erste Kanal, den wir hier beim DAS 8 haben. Also der erste Schaltaktorkanal. Klick hier auf Auswählen, habe dann erstmal die Verknüpfung erstellt. Gehe unten nochmal auf Erstellen und Bearbeiten, einfach um zu gucken, was man da für Einstellungsmöglichkeiten man noch hat. Und was haben wir hier? Also zum einen halt hier den Sender und die Profileinstellung vom Empfänger. Können hier jetzt sagen Schalter ein, aus, je nachdem was geschaltet wird oder nur aus oder nur ein. Ein, aus ist aber ja das, was wir eigentlich haben und auch immer nutzen, also hier auch die Toggle-Funktion. Dann gibt es nochmal eine Einschaltverzögerung, die können wir nochmal höher setzen. Eine Einschaltdauer können wir setzen, um es zum Beispiel als Treppenhauslicht zu nutzen. Dann eine Ausschaltverzögerung, auch die gibt es hier an der Stelle und eine Ausschaltdauer, auch das kann man hier nochmal setzen. Bestätige das Ganze mit OK. Jetzt sind die Daten auch schon übertragen worden ans Gerät und jetzt können wir einfach mal kurz einen Schalter anschließen, um dann zu schauen, wie sich das Ganze auswirkt, beziehungsweise ob das Ganze natürlich auch funktioniert. Ich habe jetzt hier den 32-fach Schaltaktor verbunden mit einem Schalter. Das habe ich ganz simpel gemacht. Das ist auch wirklich nur ein Schalter. Und zwar einmal hier mit Ground. Das geht halt dann hier rein in den Schalter und dann halt hier wieder raus sozusagen hier an den ersten Eingang. Und so werden halt die ganzen Schalter bzw. Taster auch im Haushalt einfach verdrahtet. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, hier gibt es ja nur 4 verschiedene Ground-Eingänge. Auf der anderen Seite ebenfalls nochmal. Die müsstest du dann halt brücken. Ja, also du hast hier halt einen Ground, gehst halt dann auf eine entsprechende Klemmleiste im Verteilerschrank, die halt das Ground-Signal nochmal aufteilt und dann kannst du natürlich auch alle weiteren Taster damit ansteuern, beziehungsweise anschließen. Okay, und jetzt habe ich hier meinen Schalter und jetzt springen wir nochmal rüber in die Oberfläche von der CCU und schauen uns mal an, wie halt das bisher soweit eingestellt ist, beziehungsweise wie der erste Eingang vom Modul konfiguriert wurde und um das jetzt anzuschauen, habe ich hier wieder den DAI 32, klicke hier mal drauf auf den ersten Eingang und klicke dann hier auf Einstellen, um zu schauen, was dort hinterlegt ist für eine Konfiguration. Und dort ist dieses auch als Schalter konfiguriert, sieht man hier noch grau hinterlegt und wenn ich jetzt halt hier meinen Schalter auch betätige, dann müsstest du einfach mal hier drauf achten auf das entsprechende Empfängermodul, also ich betätige das mal ganz kurz und dann hat man es vielleicht auch gehört und man sieht es hier auch in der Oberfläche, dass dort jetzt der erste Kanal geschaltet worden ist. Wenn wir das Ganze jetzt geschaltet hier haben, dann schauen wir auch nochmal wieder zurück in der Software und gehen hier unter Status und Bedienung Geräte, denn da können wir natürlich auch die Sachen hier nochmal steuern, denn da gibt es auch sowas, was ich noch kurz zeigen möchte. Hier können wir natürlich nichts einstellen, hier sieht man aber nochmal die letzte Änderung, das heißt dort können wir nichts konfigurieren. Was man hier ebenfalls sieht, ist nochmal, ob es ein Schalter ist oder ein Tasterkanal. Aber wir können ja hier beim DAS 8 das Ganze nochmal konfigurieren und hier ist es im Moment ausgeschaltet. Schalten wir es jetzt hier nochmal kurz ein. Dann hat man es vielleicht auch gerade gehört. Man sieht es hier auch nochmal hier im Display, dass der Kanal gerade eingeschaltet ist. Und wenn ich jetzt hier den Schalter zusätzlich auch nochmal einschalte, dann wird es wiederum ausgeschaltet.
Schalte ich jetzt hier über die Software nochmal wieder ein. Hat man auch wieder gehört, man sieht es hier auch. Dann drücke ich jetzt nochmal den Taster. Dann wird es jetzt hier auch wieder ausgeschaltet. Aber wir wollen ja nicht nur den Schalter nutzen, sondern wir wollen ja auch mal mit dem Taster das Ganze ausprobieren. Und um jetzt hier das umzustellen vom Schalter zum Taster, das geht nicht halt im laufenden Betrieb. Das heißt, wenn hier eine Direktverknüpfung erstellt worden ist, können wir das Ganze nicht umstellen. Ja, ich zeige das gerne auch nochmal kurz. Hier jetzt beim DAI 32, habe hier meinen ersten Eingang, gehe hier auf Einstellen. Und kann hier nichts ändern, weil hier steht auch nochmal, es besteht mindestens eine Verknüpfung, daher sind einige Funktionen gesperrt. Um mir jetzt einfach mal das umzustellen zum Taster, nehme ich kurz die Direktverknüpfung hier wieder raus, um es danach halt umstellen zu können. Hier habe ich ja den DAI 32, lösche mir hier die Direktverknüpfung wieder raus. So, ist jetzt hier raus gelöscht, das heißt, diese Geräte sind hier nicht mehr drin. Kann jetzt hier wieder in Geräte reinspringen. Und dann einfach mal den hier umstellen, dass es halt zum Taster soweit umgestellt wird. So, sage jetzt nicht Schalter, sondern sage hier Taster an der Stelle. Ohne Verzögerung. Und habe jetzt ja auch Doppelklickzeit oder Mindestdauer für einen langen Tastendruck. Auch das kann ich einstellen. Ja, klicke hier auf OK. Dann sind die Daten auch schon übertragen worden an den Aktor. Und kann jetzt wieder eine Direktverknüpfung erstellen. Wähle mir hier also den 32-fach Eingangsaktor aus, den Kanal Nummer 1. Und auch hier wiederum den Schaltaktor, den DRS8 ist es natürlich. Und an der Stelle den Kanal Nummer 2. Also auch hier auf Auswahl. Schau nochmal, was ich hier unter Erstellen und Bearbeiten habe. Auch hier kann ich es nochmal sagen, okay, zusätzliche Einstellung. Es gibt hier eine Einschaltverzögerung, die ist nicht aktiv. Es gibt eine Einschaltdauer, auch Ausschaltverzögerung und Ausschaltdauer. Das kennen wir ja vom Treppenhauslicht. Und das Ganze auch nochmal für einen langen Tastendruck, auch da kann ich es nochmal einstellen. Hier oben einfach nur Schalter ein und aus, auch diese Einstellung gibt es hier. Gut, testen wir das Ganze auch nochmal an der Stelle. Das heißt, ich muss jetzt natürlich einen Taster hier emulieren, den ich nicht habe. Jetzt habe ich halt einfach nur einen Taster hier mit emuliert, also nur ganz kurz den Impuls gegeben. Und jetzt schaltet er auch wieder an der Stelle und auch wiederum jetzt wieder einmal getastet. Und jetzt ist er auch wieder aus. Und so kannst du das natürlich ebenfalls konfigurieren an der Stelle. Möchtest du jetzt gerne den langen Tastendruck für etwas anderes nutzen, nicht für den Schalter? Im Moment ist es ja so konfiguriert, zeige ich dir gerne noch kurz, dass der Schalter entsprechend hierfür konfiguriert ist, dass er auch halt hier das Modul schaltet. Können wir gerne ausprobieren. Ich drücke hier lange drauf und er schaltet hier entsprechend wieder. Möchtest du es jetzt nutzen, irgendwie den langen Tastendruck für etwas anderes, um halt irgendeine Aktion bei dir auszuführen? Kannst du das auch machen, indem du hier Einschaltdauer einfach nicht aktiv setzt. So, klicken wir hier auf OK. Und wenn wir jetzt das Ganze nochmal starten, dann passiert nichts und du kannst halt das Ganze auch nutzen für ein Programm zum Beispiel, um dort etwas anderes mitschalten zu können. Das war jetzt auch schon das kurze Video zum 8-fach-Schaltaktor bzw. natürlich auch 4-fach-Schaltaktor. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es kann dir so einen kleinen Einblick geben, was du alles mit Homatic IP Wired machen kannst. In Zukunft kommen auf jeden Fall noch sehr viele mehr Videos. Nächste Woche zum Beispiel, da geht es nämlich um den DIMM-Aktor. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen hast, sei es jetzt zu dem 8-fach-Schaltaktor, 4-fach-Schaltaktor oder dem DIMM-Aktor fürs nächste Video, dann schreib mir diese auch einfach mal mit unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich, wenn dir diese Videos gefallen, über einen Daumen hoch und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin erstmal. Danke. Ciao.